Wenn ihr mich wählt, müsst ihr zwei Dinge wissen. A, ich mache Kommunalpolitik. Ich mache keine Parteipolitik. Also ich bin jemand, der einen sehr stark ausgeprägten Freiheitsgedanken trägt. Und da kommt mir natürlich die Partei, der FDP, mit dem Liberalismus und so weiter sehr stark entgegen. Also ich weiß, wie eine Behörde funktioniert, auch wenn ich sie selber nicht geleitet habe bisher. Aber ich weiß, so, ich kenne die Abläufe, ich kenne auch die Problematiken, mit denen die Mitarbeiter hier und da zu kämpfen haben. Für mich ist das Thema Verkehr, gerade als Marburger, also ist das Thema Verkehr ja immer präsent. Aber ich denke, der Kreis sollte sich dieses Themas annehmen und nicht die Stadt Marburg alleine. Wie ich schon immer mal wieder gesagt habe, mein Ziel ist 10 plus, aber das Plus, das kann klein oder groß sein. Und dann haben wir eine Bürgerinitiative gegründet, weil wir gesagt haben, dass es nicht sein kann, dass man hier in einem relativ windschwaches Gebiet solche Monstertürme bauen will, die am Ende des Tages ineffizient sind, nur den Investoren am Ende Geld bringen und dann auch noch unser Naherholungsgebiet zerstören. Ja. Es gibt keine Spontanheilung in diesem Thema, sondern man muss sich da auseinandersetzen, man muss versuchen, Konzepte zu entwickeln. Aber wie immer in solchen Fragen muss man auch mal versuchen, über den Tellerrand zu schauen. Hallo Maikirchen und alle anderen Interessierten. Ja, am 8. September ist es soweit. Wir entscheiden, wer Landrat oder Landrätin werden oder bleiben darf. Die kommende Landratswahl war Grund genug für mich, um mit Maikirchen neues Terrain zu betreten und mich mal an einem Kandidatencheck zu versuchen. 5 Kandidatinnen und Kandidaten haben sich aufgestellt und stellen sich nun euren und meinen Fragen. Nicht immer bitter ernst, dafür hoffentlich aufschlussreich, unterhaltsam und heute in entspannter Sommerinterview-Atmosphäre auf der Terrasse von Thomas Riedel, Landratskandidat der FDP. Ja, hallo Thomas und herzlich willkommen und vielen Dank, dass du mich hier in deinem Garten empfängst, bei sommerlichen Temperaturen und schönem Wetter. Wo genau sind wir denn hier gerade? Wir sind in Michelbach Nord, das existiert jetzt seit knapp 20 Jahren. Mhm. Ja, bevor wir zu dir als Person kommen oder bevor ich zu dir als Person komme, erzähl doch erstmal vielleicht unseren Zuschauern, warum sie überhaupt zur Landratswahl gehen sollten. Schließlich geht es ja da nur um Verwaltungsposten, oder? Ja, natürlich geht es um einen Verwaltungsposten, also den politischen Kopf davon. Und warum sollten sie da hingehen? Weil ich denke, das ist gerade für die knapp 250.000 Bewohner des Kreises halt sehr wichtig, weil vieles, was ihr tägliches Leben so bestimmt, wird halt über den Kreis mitbestimmt. Die Stadt Marburg ist als Stadt mit Sonderstatus natürlich so ein bisschen hervorgehoben. Nichtsdestotrotz gehört auch mit zum Kreis. Und insofern ist es für alle Beteiligten, die dort wohnen, nicht ganz uninteressant, wer am Ende des Tages mit daran beteiligt ist, die Geschicke ihres Kreises zu leiten. Mhm. Für manche ist ja so ein Amt meistens der letzte bezahlte Job. Was war denn dein erster bezahlter Job? Mein erster bezahlter Job, da habe ich Sportartikel verkauft. Mhm. Das liegt jetzt schon viele, viele Jahre zurück. Das war auch so eine Sache, weil ich wollte etwas machen mit Leuten und so weiter. Und da habe ich dann ganz früh mit 17 Jahren mich im Sporthandel versucht. Mhm. Wie lief denn sonst so dein Leben? Erzähl uns mal ein bisschen was zu deinem Lebenslauf. Wo bist du geboren? Wie ging es ausbildungsmäßig? Ich bin gebürtiger Rheinländer und im Raum zwischen Köln und Bonn geboren in Troisdorf. Und wie gesagt, habe die ersten D-Mark damals noch als Sporthändler verdient. Später dann bin ich das ist vielleicht für diesen Posten ja auch ganz interessant, dann bin ich zum Bundesministerium des Innern gegangen, habe eine ganz normale Verwaltungsausbildung genossen, 6 Jahre lang. Hab dann allerdings studiert, bin dann da raus wieder, hab dann studiert Wirtschaftsinformatik und bin dann von da aus ganz durch Zufall, wie die Jungfrau zum Kinde sozusagen, bin ich dann bei der Pharmaindustrie gelandet. Mhm. Und im Zuge dann der Pharmaindustrie bin ich dann erst nach Frankfurt gekommen, von Frankfurt dann hier rüber nach Marburg, war dann ein Jahr in den USA. Und nachdem ich dann aus den USA zurückgekommen bin, habe ich dann angefangen im internationalen Bereich zu arbeiten und war dann die darauffolgenden knapp 15 Jahre fast nur unterwegs. Ständig unterwegs auf Reisen, habe viele Länder kennengelernt, habe auch mich unter anderem an der Polio-Eradikation, also aus der Ausbreitung von Kinderlähmung, da wurde ja seitens der WHO wird ja versucht, die Kinderlähmung auszurotten, habe mich da sehr stark mit engagiert, dadurch, dass wir Millionen von Dosen Impfstoff da an entsprechende Drittweltländer verkauft haben. Also sehr viel auch mit der Prävention zu tun gehabt. Ja.
Dann als letzter Schritt war es dann, nachdem wir hier die Übernahme hatten seitens GSK, habe ich die Integration geleitet von Novartis zu GSK. Mhm. Und wie das halt so ist mit solchen Sachen, dann war plötzlich keine Stelle mehr da. Seit der Zeit bin ich dann selbstständig als Personalberater tätig, seit knapp 2 Jahren jetzt. Mhm. Also im Zeitraffer. Ja, wir wollen das auch nicht zu sehr ausführen. Hast du so ein bisschen, du sagst ja, du kommst quasi aus dem Rheinland, hast du so ein bisschen die rheinländische Natur mitgebracht? Ja, das denke ich schon. Hat dich das mitgeprägt? Also, wobei meine Schwiegermutter immer sagt, ich bin eigentlich mehr Ostpreuße in vielerlei Hinsicht, weil meine Eltern kommen also beide aus Ostpreußen, sind dann während des Krieges halt ins Rheinland gekommen. Klar, ich denke schon, so die rheinländische Mentalität kommt hier und da schon mal durch, aber der Ostpreuße kommt auch manchmal durch. Also insofern, das ist immer eine Frage der Situation. Ob jetzt vielleicht mit dem Thema nichts zu tun hat, Karneval oder Fasching? Karneval. Okay. Kommen wir mal zu dem eigentlichen Thema. Wie und wann bist du denn überhaupt politisch aktiv geworden? Ja, ich habe immer punktuell, also 2000, 2001, als alle zum ersten Mal, da habe ich mich hier sehr stark, das war ein Wunsch unseres früheren Ortsvorstehers Wilhelm Althaus, mit dem waren wir so ein bisschen freundschaftlich verbunden, der hat mich gebeten, ob ich ein bisschen helfen kann bei der Kampagne der Ortsbeiratswahlen, das habe ich dann gemacht und dann hat er mich als krönender Abschluss auch gefragt, ob ich mich mit auf die Liste setzen lassen möchte, das habe ich dann auch gemacht, allerdings ganz weit unten, weil wie eben schon gesagt, ich war ständig weg und ich kann mich nicht auf irgendein Amt einlassen, wenn ich weiß, ich bin die halbe Zeit oder mehr als die halbe Hälfte der Zeit nicht anwesend. Und da war ich aber schon mal für die SPD halt auf einer Kandidatenliste und dann haben wir hier auch eine Bauplanänderung durchgezogen fürs Neubaugebiet, da war ich auch maßgeblich daran beteiligt, das waren so die ersten Aktivitäten in der kommunalen Politik. Später dann, seit 2017, als es dann hier mit Windrädern losging und solche Sachen mehr, habe ich dann auch ein bisschen tiefer in die Marburger Politik reinschnuppern dürfen. Und da hat mir auch das eine oder andere nicht so ganz gut gefallen. Das hat mich dann dazu bewogen, aktiver zu werden. Und erst 2017 bin ich dann in die FDP eingetreten. Aber da kommen wir dann vielleicht später noch zu. Ne? Ja, bestimmt. jetzt gibt es ja grundsätzlich, wenn man sich die FDP anschaut oder das, was die meisten Menschen in Bezug auf die FDP mitbekommen, das ist ja nun mal das, was sie meistens über die Medien mitbekommen. Das heißt also, insofern ist ja eigentlich die Kommunal- oder Kreispolitik eher unbekannt, sondern meistens eben so, wie die FDP auf Bundes- oder Landesebene handelt. Was würdest du denn sagen, welches Bild teilst du da am meisten mit der FDP oder wo gibt es dann auch vielleicht Punkte, wo du sagst, das ist jetzt das auf Bundesebene, da teile ich die Ansichten überhaupt nicht. Na gut, das würde jetzt zu weit führen, da ins Detail zu gehen momentan, zumal ich tatsächlich auch nicht unbedingt, sag ich mal, jemand bin, der parteiideologisch denkt. Mhm. Das habe ich auch auf der Kreismitgliederversammlung gesagt. Ich habe gesagt, wenn ihr mich wählt, müsst ihr 2 Dinge wissen. A, ich mache Kommunalpolitik. Ich mache keine Parteipolitik. Mhm. Das heißt, in erster Linie werden wir Dinge bewegen wollen, die die Bürger betreffen und nicht, was die Partei dazu sagt. Natürlich, ich bin der Partei ja erst vor 2 Jahren beigetreten und das auch mit gutem Grund. Und nachdem sie wieder dann in den nordrhein-westfälischen Landtag eingezogen ist, noch vor der Bundestagswahl, weil ich denke, die FDP gehörte für mich seit Anbeginn der Bundesrepublik Deutschland, genau da habe ich gesucht, gehörte sie eigentlich mit dazu, dass sie drin war. Und ich fand es nicht gut, dass sie 2013 rausgeflogen ist. Und deswegen war es mir dann auch ein Wunsch, dass ich dann auch was mal Flagge zeige, nachdem sie dann in Nordrhein-Westfalen reingegangen ist und vor dem ja doch erhofften Wiedereinzug in den Bundestag. Mhm. Aber ich werde keine Parteipolitik machen. Ja. Also das ist mir ganz wichtig, das habe ich auch gesagt und da stehe ich auch zu. In erster Linie, es ist ein politisches Amt, was in einer Behörde, die dem Bürger, die für das Wohl der Bürger zuständig ist. Und deswegen sollten wir uns dann auch dann in erster Linie den Problemen des Kreises widmen und nicht dem, was das Parteibuch vielleicht oder die Parteimeinung in der einen oder anderen Sache ist. Mal persönlich gefragt und die Frage muss ich einfach stellen, fandest du, dass jetzt damals die FDP verdient aus dem Bundestag geflogen ist oder würdest du sagen, das hat sie nicht verdient? Ja gut, was soll ich dazu sagen? Der Wähler hat entschieden und der Wähler hat so entschieden. Ich sage mal, natürlich nicht. Also ich denke, es wäre grundsätzlich besser gewesen, sie wäre nach wie vor drin geblieben, weil sie hat halt eben als ausgleichendes Gewicht in vielerlei Hinsicht hat sie immer ganz gute Dienste geleistet und das, wenn man sich das anschaut in der Vergangenheit, in den Malen, wo sie auch in der Regierungsbeteiligung war, es war nicht alles gut, das ist bei allen Parteien so, das ist gar keine Frage, aber sie hat immer, sag ich mal, für ganz gute Ausgleichsmaßnahmen hier und da gesorgt und ich denke,
man hat dann vielleicht schon gemerkt, dass da was fehlte. Ne? Und ich sage mal, es war mir lieber, dass die FDP reinkommt, als so manche andere Partei. Ne? Das liegt im Ermessen des Betrachters. Das lasse ich lieber unkommentiert. Aber was ich zumindest mal nachfragen könnte, das wäre, warum du deine politische Heimat, um es mal so gesehen, in der FDP und vor allem nicht in den anderen Parteien gefunden hast. Also ja, das liegt auch so ein bisschen, ich weiß nicht, woran das liegt, aber zum einen war ich immer so ein bisschen, also ich bin immer zwischen Grün und zwischen Gelb und Schwarz hin und her. Mhm. So von der Tendenz, je nachdem, wie so das, die politische Stimmung war. Aber links immer von meinem Grundgedanken her. Jemand, der diese Einengung durch Paragraphen und solche Geschichten alles nicht so sehr mag. Also ich bin jemand, der einen sehr stark ausgeprägten Freiheitsgedanken trägt. Und da kommt mir natürlich die Partei der FDP mit dem Liberalismus und so weiter sehr stark entgegen. Das ist für mich so einer der Haupttreiber dessen, wo ich sage, das trägt mich am meisten. Ja. Weil das ist so das grundsätzlich. Der Staat muss die Grenzen vorgeben, er muss Regeln vorgeben, aber innerhalb dieser Regeln soll man sich dann auch frei bewegen können. Und das kommt mir bei der FDP am besten raus. Also ich bin jetzt niemand, der so gerne hat, dass man ihm vorschreibt, was er hier und da zu tun und zu lassen hat. Da kommt da wieder so ein bisschen der Preuße durch. Jeder soll nach seiner Fasson selig werden, oder? Ja, genau. Innerhalb bestimmter Grenzen und Regeln. Die muss er aber auch einhalten. Also da bin ich dann, ich sag mal, wenn man die Grenzen legt, dann, das ist jetzt auch etwas, wo ich natürlich in der Pharmaindustrie durch diese ganzen Compliance-Regeln und so weiter schon auch relativ geschult bin. Mhm. Ich bin jemand, der diese Compliance-Regeln, sag ich mal, manchmal sogar ein bisschen gezogen hat und gedehnt hat, wenn es nötig wurde, aber sie nicht überschritten hat, weil das halt massive Probleme mit sich bringen könnte. Mhm. Aber das habe ich gelernt und das ist mir auch, habe ich mich auch verinnerlicht. Aber man kann auch an die Grenzen gehen und das ist etwas, was man häufig nicht tut. Ganz kurz für die Unwissenden draußen, was sind Compliance-Regeln? Ja, Compliance-Regeln ist halt in der Industrie sind das die Grundsätze, in denen man operieren will, in denen man arbeiten will. Mhm. Also was man machen darf, was man nicht machen darf, wo die Grenzen sind, dass man keine Bestechungsgelder, sag ich mal, annehmen darf und solche Geschichten mehr. Das sind dann sogenannte Compliance-Regeln. Und da gibt es eigentlich, gerade in großen Firmen, gibt es mittlerweile so richtige Bibeln, nach denen man leben muss. Also nicht nur darf, sondern muss. Und da muss man ganz genau nach handeln. Braucht man dafür auch nochmal Spezialisten, die man einstellen kann. Ja, genau. Wie kam es denn dann letzten Endes zu deiner Kandidatur als Landrat? Ja gut, die FDP, also hier gerade speziell im Kreis Marburg, hatte sich zur Aufgabe gemacht, sie wollte unbedingt wieder stärker stärker kommunal tätig werden, auch ein Gesicht zeigen. Das hatten wir ja schon mit unserer Europakandidatin Kaina Köhler, die ja auch schon aktiv wurde im Kreis. Und als es dann zur Landratswahl kam, war die Frage, stellen wir einen eigenen Kandidaten oder nicht. Und dann ging es hin und her und da hatte man mich sehr früh gefragt, ob ich kandidieren möchte. Ich habe mich aber auch aus dienstlichen und persönlichen Gründen erstmal zurückgehalten. Und erst als dann die Frage war, wollen wir jetzt tatsächlich kandidieren oder wollen wir jetzt jemand anders möglicherweise unterstützen, da kam dann bei dem einen oder anderen nochmal der Gedanke hoch, nee, wir wollen auch als Partei Flagge zeigen, auch wenn wir eine kleine Partei sind. Und dann kam das nochmal hoch, ja, und dann habe ich das hier intern familiär nochmal abgestimmt und habe mich dann am Ende dann auch gefreut. Und dass wir gesagt haben, okay, wir ziehen da mal alle in einem Strang und versuchen das mal vernünftig und jetzt auch mit entsprechendem Schwung durchzuziehen. Ja. Wahlkampf ist ja oder wird wahrscheinlich sicherlich auch noch eine zeitraubende Angelegenheit werden. Wie vereinbarst du das denn bei dir mit dem Beruf und der Familie? Ja gut, Familie ist insofern nicht ganz so tragisch. Meine Kinder sind ja schon erwachsen, die studieren ja beide, nicht in Marburg. Insofern ist das nicht das Problem. Ja, meine Frau steht dahinter, die weiß das, sie weiß es noch nicht, aber sie hat zumindest eine Vorstellung davon, was so jetzt auf uns zukommt die nächsten Wochen. Ja. Aber das ist nicht das Problem. Dienstlich ist das insofern ja nicht das Problem, weil ich selbstständig bin. Das heißt, ich kann meine Zeit da auch einigermaßen frei einteilen. Mhm. Natürlich, als Selbstständiger hast du halt Einbußen bei deinem Einkommen. Aber da es ein relativ kurzer Wahlkampf ist, wird sich das hoffentlich in Grenzen halten und dann geht es weiter. Welche Erfahrung hast du denn, also wir haben heute den 30. Juli, sprich wir sind wahrscheinlich jetzt noch nicht so ganz in der heißen Phase des Wahlkampfs drin, aber welche Erfahrung hast du denn bisher gemacht? Ja gut, bislang ging es ja mehr so um organisatorische Dinge. Wir waren ja spät, wir waren ja sozusagen der New Kid on the Block, ne? Also die Letzten, die sich kurz vor Toresschluss dann noch dann sozusagen auf den Zug geschmissen haben. Wir haben jetzt natürlich in erster Linie uns um die
programmatischen Dinge gekümmert. Wir haben da die wichtigen Dinge ausgearbeitet, was uns für den Wahlkampf wichtig ist. Wir haben die Plakate erstellen müssen, noch relativ schnell. Wir haben Flyer gestellt und so weiter. Die anderen hatten ja schon zum Teil Wochen, Monate Vorlauf für diese Geschichten. Ja. Aber ich bin sehr stolz auf unser Wahlteam, dass die das jetzt so schnell und auch so gründlich dann gestemmt haben. Ich freue mich jetzt auch darauf, dass wir endlich mal loslegen können. Loslegen heißt dann auch, dass ich auch mal mit den Kandidaten ins Gespräch komme. Also wenn die ganzen Podiumsdiskussionen und so weiter losgehen, dass man sich auch mal tummeln kann. Das ist so ein bisschen was, wo ich jetzt im Moment, sag ich mal, kämpft man so ein bisschen auf Facebook hier und da mit dem einen und anderen. Also kämpfen in Anführungsstrichen natürlich. Aber man hat noch nicht so die richtige die Interaktionen. Das ist das, worauf ich jetzt noch ein bisschen warte und mich auch richtig freue, dass man so richtig mal loslegen kann, damit man auch mal sich gegenseitig messen kann, so vor Publikum und auch gegenseitig, weil das fehlt mir jetzt noch ein bisschen. Wo du gerade die Podiumsdiskussion ansprichst, sind dir da irgendwelche Termine bekannt, zu denen interessierte Menschen hinkommen könnten? Ja, also ich denke, wichtig wäre es so grundsätzlich, dass man viele, viele interessierte Bürger dort zu diesen Veranstaltungen hat. Ja. Da ist zum einen eben am 28. August die OP in der, wie heißen die Halle, in Gosfelden, Landfeldshalle, glaube ich, in Gosfelden, ja, um 19 Uhr. Aber es wird wahrscheinlich irgendwo auch... Das wird dann auch bekannt gemacht, ja. Schreibt ihr das auch nochmal bei euch auf die Internetseite? Ja, ja, das wenn da solche Diskussionen sind? Ja, genau. Ja, das heißt also, wer sich dafür interessiert, soll sich einfach am besten mal regelmäßig bei euch einloggen oder du gibst es vielleicht dann auch über Facebook bekannt. Genau, ja. Ja. Dann gibt es vermutlich am darauffolgenden Tag, weil das waren die beiden Termine, die der Hinterländeranzeige auch als Alternative gestellt hat, 28, 29, da der 28. durch die OP schon belegt ist, gehe ich mal davon aus, dass es der 29. wird, also am nächsten Tag in Biedenkopf, ich weiß jetzt aber nicht in welcher Halle, wird es dann in Biedenkopf dann die nächste Podiumsdiskussion geben. Und dann gibt es schon zwei Termine, die allerdings im etwas geschlossenen Kreis sind. Einmal von der AFK, das ist ja für die Betriebe im Kreis. Und dann gibt es noch etwas von der Industrie- und Handelskammer. Das ist auch noch ein Termin, der mittlerweile bekannt ist. Ja, ich werde mich da auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen auf dem Laufenden halten und werde das dann dementsprechend entweder auf unserer Facebook-Seite, also Mike Kirchhain, posten. Oder aber, wir haben ja auch den YouTube-Kanal von Mike Kirchhain. Da teile ich ja auch hin und wieder Videos oder nehme Videos mit in den Kanal, in die Playlists auf. Auch das werde ich dann mit reinstellen, falls es da irgendwelche Aufzeichnungen dazu gibt. Dann dementsprechend, dann seid ihr da auch informiert. Ja, wie steht es denn ansonsten so um dein Allgemeinwissen um den Landkreis? Also ich bin am Lernen. Also da bin ich jetzt noch tatsächlich im Lernprozess. Ich habe jetzt schon über die Hälfte aller Bürgermeister besucht im Kreis und deutlich über die Hälfte. Ich habe nur schon Termine für die noch fehlenden. Von zwei, drei, die waren im Urlaub, da habe ich noch keine Rückmeldung. Aber ich denke mal, das wird jetzt in den nächsten Tagen auch passieren. Also ich habe mich, sag ich mal, ich habe so eine Art Intensivkurs belegt in den letzten Wochen. Weil ich denke, es war mir sehr wichtig, A, die Bürgermeister mal kennenzulernen und zweitens natürlich auch die verschiedenen Dinge, so was sie so bewegt. Ja. Da sind viele Sachen gleich, aber es sind auch, der ein oder andere hat auch, sag ich mal, so ein spezielles Problem hier und da. Und das mal ein bisschen rauszutriggern, auch von deren Seite, war mir wichtig. Und muss sagen, also alles in allem sehr interessante Gespräche geführt. Und bei der Gelegenheit natürlich auch den Kreis kennengelernt. Ne? Ja, dann wollen wir mal schauen. Jetzt geht es nämlich erstmal so ein bisschen ums Allgemeinwissen. Ich habe dazu 10 Fragen aufbereitet mit 4 Antwortmöglichkeiten jeweils. Also das Ganze läuft so ein bisschen wie bei Wer wird Millionär. Das heißt, ihr könnt natürlich zu Hause auch mitraten. Dann kommen wir doch einfach gleich mal zur ersten Frage. Und zwar, wie viele hessische Landkreise gibt es? Weißt du es direkt auswendig? Hessische Landkreise. Ja. 1, 2, 3, 4, 7, 5, 7, irgend sowas. Ja, ich gebe dir mal die Antwortmöglichkeiten. Ja. Also A, 11, B, 16, C, 21 oder D, 26? Nee, dann die kleinste, 11. Okay, es wären 21 gewesen. 21 Landkreise hat Hessen, ja. Oh Gott, ja, okay. Also ich kenne davon wahrscheinlich auch nur eine Handvoll. Eieiei. Oder zwei in der Folge. Ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Das, ja, gut. Ja, wenn man das so zusammenzählt, Schwalm, Eder oder...
Okay, kommen wir zu einer... Gibt es ein Ranking am Ende des Tages? Es gibt, ja, das kann ich schon mal sagen, es wird auch am Ende des Videos nochmal ein kleines Ranking geben, wer von den Kandidaten wie viele Fragen beantwortet hat. Da dies jetzt die erste Folge ist, wirst du also zumindest schon mal einmal den ersten Platz haben. Alles Weitere seht ihr dann in den Folgen darauf, wer wo welchen Platz bei welchem Quiz belegt hat. Aber wie gesagt, es kommen ja noch ein paar Fragen auch hier. Die nächste Frage, Frage Nummer 2, hat nämlich so ein bisschen mehr verwaltungstechnische Relevanz. Und zwar, welcher Landkreis gehört neben Marburg-Biedenkopf noch zum Regierungsbezirk Gießen? Da gibt es natürlich vier Antwortmöglichkeiten. Und zwar ist es Regierungsbezirk Gießen. Mhm. Ja, also wer gehört noch dazu? Ist es A, Waldeck-Frankenberg, B, Limburg-Weilburg, C, der Wetteraukreis oder D, der Schwalm-Eder-Kreis? Der Limburg-Weilburg. Das ist richtig. Ja, Waldeck-Frankenberg, Wetterau und Schwalm-Eder gehören nicht zum Regierungsbezirk. Ja, das war jetzt nach Ausschlussmethode. Ja. So. So, dann eine ungefähr Frage. Und zwar Frage Nummer 3. Wie viele Einwohner hat der Landkreis Marburg-Biedenkopf ungefähr? Sind es A, 75.000, B, 150.000, C, 250.000 oder D, 350.000 Einwohner? C. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt. Ja. Auch damit also ich habe nur auf meine Zahl gewartet. Also deswegen, als sie dann kam, war klar, genau. Ja. Okay, viertens. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf besteht aus wie vielen Städten und Gemeinden? Wenn du die Hälfte besucht hast, hast du jetzt wie viel? 11. Aber also, ja, über die Hälfte. Ne? Rechne kann er auch. Also sind es wie viel insgesamt? 22. 22, ja. Auch das ist richtig. Dann haben wir jetzt mal ein bisschen was, was mit Wasser zu tun hat. Welches Gewässer fließt denn nicht durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf? Oh, ja. Da habe ich natürlich keine großen Flüsse genommen, das wäre ja zu einfach. Ist es A, die Banfe, B, die Perf, C, die Vers oder D, die Alna, die nicht durch den Landkreis fließt? Also da sind zwei sind definitiv drin, ja. Also die Perf und die Alna fließen definitiv durch. Mhm. Die, was war der erste? Banf, kenne ich. Banfe. Und das andere war und die dritte. Und das dritte war Vers. Dann ist es die Banfe. Das ist richtig, die Banfe fließt dicht durch den Landkreis Marburg-Biedenkopf. Gibt das Versbachtal, glaube ich, irgendwo, deswegen, ja. Und Kirchvers, Altenvers. Ja, genau, also Vers kommt hier öfter vor, insofern, deswegen, also ne, Banfe kenne ich nicht so, das hat mir jetzt nichts gesagt, ja, gut. Dann kommen wir zur Frage 6, das ist mir was Geschichtliches. Seit wann besteht der Landkreis Marburg-Biedenkopf? Man müsste noch dazu sagen, in seiner heutigen Form. Ja, 1974, glaube ich, war das, ne? Ja, das ist richtig. Frage Nummer 7. Wie hieß der zweite der bisher 6 amtierenden Landräte in der Geschichte des Landkreises? War das A. Christian Wagner, B. Kurt Klim, C. Siegfried Sorge oder D. Burkhard Filmer? Ach du Heiliger. Der zweite. Ja, wann bist du nochmal nach Hessen gezogen? 98. 98, ja, dann dürftest du die ersten natürlich nicht so mitbekommen haben. Ich kenne nur, also ich bin seit zu Zeiten Fischbachs gekommen. Also insofern das andere kenne ich nur. Ich habe sie gelesen, weil ich lese momentan von meinem Kreisvorsitzenden das Buch, der dein Landkreis bekommen. Ja, Fischbach war 96 bis 14. So, der zweite, der liegt ja noch da weiter zurück. Wie waren die Namen? Christian Wagner, Kurt Klim, Siegfried Wagner Sorge oder Burkhard Filmer? Ich würde mal schätzen, also der Dings, der mit K? Kurt Klim? Nee, der andere. Mit K? Wagner. Christian Wagner. Der war, glaube ich, vor Fischbach oder so oder sowas, die beiden. Also ich würde mal vermuten, Klim. Klim ist deine Antwort? Ja. Die ist leider falsch, es war Siegfried Sorge. Ja. Und zwar 74 bis 75. Hm. Nee, Blödsinn. 75 bis 81. Burkhard Filmer war 74 bis 75 der Erste. Mhm. Dann eben gefolgt von Siegfried Sorge. Dann kam Christian Wagner für die CDU. Und dann kam Kurt Klim für die SPD. Und danach kam erst Fischbach und dann Christian. Ja, also ich habe die Namen alle mal gelesen, aber ich habe sie halt nicht auswendig gelernt. Okay, gut. Das ist klar, ja. Es soll ja auch ein bisschen ein Ratespiel sein. Mal gucken, vielleicht wissen ja die Zuschauer zu Hause mehr als du. Zumindest allgemeinwissenmäßig. Okay, Frage 8. Der Landkreis Marburg-Biedenkopf unterhält keine offizielle Partnerschaft mit
dem Huntingdonshire District in Großbritannien, dem Wartburgkreis in Thüringen, dem Landkreis Kościerski, ich weiß nicht, ob das richtig ausgesprochen ist, oder D, dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg. Keine. Keine. Also drei von denen sind Partnerschaften oder Freundschaften. Also ich kann es gerne nochmal nehmen. Also den Huntingdonshire District in Großbritannien, dem Wartburgkreis in Thüringen, dem Kreis Kościerski in Polen oder dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg. Eine davon. Ja, da kann ich auch nur raten und tippen. Ja. Eben hatte ich kein Glück im Raten und Tippen. Mal sehen. Da würde ich jetzt mal Oberhavel sagen. Da hast du richtig getippt. Oh, okay. Ja. Dann vorletzte Frage, bevor wir dann mit diesem Spiel am Ende sind. Der Titel einer 2015 herausgebrachten Infobroschüre des Landkreises lautete... Wann war das? 2015. 15, okay. A. Waschbären, die Tiere mit der Zorro-Maske. B. Störche, Klappern gehört zum Handwerk. C. Bienen, fleißige Nützlinge vor der Haustür. Oder D. Eichenprozessionsspinner, Kreuzzug eines Schädlings. Das mit dem Eichenprozessionsspinner ist jetzt aktuell, aber das ist nicht 15. Also eine von den vieren wurde nur herausgebracht 2015. Ist auch nicht so, dass... Also drei Namen habe ich mir komplett ausgedacht. Ist nicht so, dass manche irgendwann später rauskamen. Okay. Also ich würde mal auf den Klapperstorch tippen. Ja. Das ist leider falsch, denn es waren die Waschbären, die Tiere mit der Zorro-Maske. Ja. In der Broschüre wurde ein bisschen über den Umgang mit Waschbären aufgeklärt. Okay. Dann haben wir die Abschlussfrage bei diesem kleinen Quiz, und zwar Frage 10. Welches Antragsformular findet sich nicht auf der Homepage des Landkreises Marburg-Biedenkopf? Ist das A. Chorwesen, Antrag auf Projektförderung? B. Tierschutz, Antrag auf Haltung gefährlicher Hunde? C. Sport, Antrag auf internationale Sportjugendbewegung? Oder D. Waffenwesen, Antrag auf Waffenübernahme in Erbfolge? Also Chorwesen, Tierschutz, Sport oder Waffenwesen, was findet sich nicht auf der Homepage? Chorwesen. Das ist leider falsch. Es wäre der Antrag auf Haltung gefährlicher Hunde gewesen, der sich nicht auf der Homepage findet. Alles andere kann dort eingesehen und beantragt werden. Okay. Ja, so viel erstmal zu dem Quiz. Also habe ich zumindest wieder einiges gelernt. Ja. Wir kommen jetzt zu dem spannenden Teil, nämlich zu dem Kandidatencheck. Dafür habe ich allen Kandidaten im Vorfeld die Fragen zugeschickt. Du konntest dich also auch ein bisschen darauf vorbereiten. Und ich werde mich jetzt ein bisschen in den Hintergrund halten und du gehst dann quasi direkt in die Beantwortung deiner Fragen rein, die bei allen Kandidaten auch gleich sein werden. Ich denke, ich bin offen, ich bin humorvoll, flexibel im Denken und das reicht eigentlich. Ungeduld. Das war es immer. Ich habe daran gearbeitet, es ist mir bewusst, aber es ist nach wie vor da. Ja, da habe ich drüber nachgedacht. Das war zum einen Helmut Schmidt. Wunder, ne? Also kein FDP-Politiker, aber ich finde Helmut Schmidt, gerade auch der spätere Helmut Schmidt nach seiner Kanzlerschaft, war jemand, der absolut überparteilich als Galionsfigur dargestanden hat. Und das fand ich sehr beeindruckend und deswegen finde ich Helmut Schmidt jemand, der für mich als politisches Vorbild gilt. Und natürlich Hans-Dietrich Genscher aus der FDP, den will ich nicht unerwähnt lassen. Das war jemand für mich, der durch meine Jugend hindurch mich begleitet hat. Der war ja sozusagen über viele Jahre aktiv, deswegen die beiden sind für mich ganz wichtig. Ein guter Landrat muss zuhören können und er muss für die Bürger arbeiten. Er muss nicht für die Partei arbeiten oder für irgendwen auch immer. Er muss sich in erster Linie für die Probleme des Kreises gleichermaßen, er muss natürlich fokussieren, aber er muss sich für die Interessen der Bürger einsetzen. Also zum einen bin ich Bundesbeamter. Das heißt, ich habe eine vollumfängliche Ausbildung genossen. Das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Das heißt, ich weiß, wie eine Behörde funktioniert.
auch wenn ich sie selber nicht geleitet habe bisher, aber ich weiß, ich kenne die Abläufe, ich kenne auch die Problematiken, mit denen die Mitarbeiter hier und da zu kämpfen haben. Insofern ist das etwas, was ich kenne. Auf der anderen Seite bin ich war Beamter, ich war Angestellter, jetzt bin ich selbstständig. Also ich kenne die Bandbreite dessen, was man so an Berufen machen kann. Ich kann behaupten, dass ich erfolgreich war in dem, was ich getan habe. Ich kenne die meisten Länder der Welt. Ich war in vielen Ländern unterwegs, auch in vielen schlecht, also in dritte Weltländern, in afrikanischen Ländern und so weiter. Habe mit vielen Ministerien, Behörden in solchen Ländern zu tun gehabt. Wir mussten ja Produkte in solchen Ländern zum Teil zulassen und so weiter. Also ich kenne schwierige Situationen und bin dann in der Lage, denke ich mal, schwierige Situationen auch gut zu managen und damit umzugehen. Weil ich mit einem neutralen Blick und mit einem anderen Blick als bisher mich den Problemen der Behörde stellen möchte. Und ich möchte die Behörde nicht verwalten, sondern ich möchte neue und moderne Ansätze in die Behörde bringen. Den Leuten zuhören. Also den Mitarbeitern in der Behörde zuhören. Ich habe jetzt auch schon mit den Bürgermeistern gesprochen und denen zugehört. Das heißt, bislang konnte ich ja nicht in die Behörde, ins Landratsamt reingehen und dort mit den Mitarbeitern sprechen. Also da werde ich als erstes anfangen, intensive Gespräche führen, schauen, was dort mir mitgegeben wird und dann am Ende des Tages meine Gedanken sortieren und zu schauen, was dann am sinnvollsten ist umzusetzen. Die Stärken des Landkreises sind die Leute, die Personen, die Bewohner des Landkreises. Also ich habe die haben halt einen durch die Historie getragenen Hintergrund und so weiter. Und das sind die Stärken. Der Mittelstand hier ist natürlich sehr stark. Und das ist auch das, was am Ende des Tages den Wohlstand des Kreises mitträgt. Das ist gar keine Frage. Und und dann natürlich die Stadt Marburg in ihrer alten Form, aber natürlich drumherum der schöne Landkreis als Gegensatz in Anführungsstrichen. Also das eine ist das Ländliche und das andere ist die Stadt. Ist für mich, also beide Sachen zusammen, ist für mich etwas, was ich jetzt auch durch die letzten Wochen und Monate intensiver kennenlernen durfte und finde ich eine schöne, gute Mischung, dass wir halt diesen schönen Kreis mit den landschaftlichen, reizvollen Sachen drumherum haben und mehr oder weniger in der Mitte die Stadt Marburg mit ihrer schönen Altstadt und so weiter. Also das sind beides sehr reizvolle Teile, die sehr wichtig sind. Wie sieht es mit den Chancen und Risiken aus? Die Chancen und Risiken, ja, die Chancen und Risiken sehe ich natürlich darin, dass der Kreis ist ein relativ reicher Kreis gewesen, bisher schon immer. Und ich sag mal, da kann man sicherlich schauen, dass man, also man hätte ja auch in der Vergangenheit sicherlich schon den Kreis für schlechtere Zeiten besser vorbereiten können. Ich weiß jetzt nicht im Detail, aber das, was ich so gehört habe, ist mir nicht bewusst, dass man im Moment war es, also in den letzten Jahren ging es der Wirtschaft allgemein ja recht gut und ich kann nicht erkennen, was man Deutliches vorbereitet hat, damit man für schlechtere Zeiten besser vorbereitet ist. Das sehe ich so mehr als die Risiken und die Chancen sehe ich natürlich darin, dass wir Potenzial, ich habe in den Gesprächen mit den Bürgermeistern viel Potenzial gesehen, wo wir Gewerbeflächen haben, wo wir jetzt auch durch den Ausbau der Autobahn und so weiter. Also wir müssen auf jeden Fall sehen, dass wir aus dem Frankfurter Raum zum Beispiel mehr Gewerbe, mehr verarbeitendes Gewerbe in den Kreis bekommen, damit wir da eine Zunahme an Arbeitskräften und dann dementsprechend auch Wirtschaftskraft weiterhin ausbauen. Für mich ist das Thema Verkehr, gerade als Marburger, ist das Thema Verkehr ja immer präsent, aber ich denke, der Kreis sollte sich dieses Themas annehmen und nicht die Stadt Marburg alleine. Weil momentan ist es so, dass die Stadt Marburg eigentlich die einzige Institution ist als Stadt, die das Thema bewegt und mal den einen Nachbarn auf die Füße tritt, mal dem anderen neue Ideen in den Vorgarten schmeißt. Ich denke, das sollte man als Kreis federführend versuchen, dass man ein übergreifendes Verkehrskonzept entwickelt, wo natürlich die Stadt Marburg maßgeblich daran beteiligt sein wird und muss, aber eben auch die anderen Gemeinden, die drumherum liegen. Und da ist die Federführung von Marburg sicherlich gefragt. Das war das eine, das war Verkehr. Dann sind natürlich die Familien für mich ganz wichtig im Zusammenhang mit der Wirtschaft. Also die beiden Punkte nehme ich zusammen. Das eine war, was ich eben schon sagte, wir müssen versuchen, mehr Wirtschaft, also mehr verarbeitendes Gewerbe in den Kreis zu kriegen. Damit haben wir mehr Arbeitsplätze, damit bekommen wir mehr Wirtschaftskraft. Wir müssen umgekehrt natürlich dann auch im Hinblick auf das Thema Familie
das Betreuungsangebot auch anpassen und ausweiten, weil man erwartet von den Mitarbeitern flexible Arbeitszeiten, aber die Kinder werden nicht entsprechend betreut. Und das ist etwas, denke ich, wo wir auch massiv uns anschauen müssen, wie wir da Flexibilität auch in die Kinderbetreuung bekommen. Nur wenn wir das hinkriegen, kriegen wir dann auch die Eltern hier hin, die dann wissen, okay, wir haben flexible Betreuungsmöglichkeiten, dass die auch entsprechend ihre Jobs wahrnehmen können. Diesen Spagat müssen wir weiter uns stellen und versuchen, das Ganze besser hinzubekommen. Also ich möchte zum einen eine finanzielle Konsolidierung erreichen, also ich möchte besser verstehen. Ich habe mir den kompletten Finanzplan der Behörde angeschaut, aber wenn man nicht wirklich dort einsteigt, ist es sehr schwierig, das im Detail zu verstehen. Also ich möchte mal genau wissen, das sind die originären Aufgaben des Kreises, dafür wird entsprechend so und so viel Geld ausgegeben. Das sind die nicht originären Aufgaben des Kreises, dafür wird so und so viel Geld ausgegeben. Ist das sinnhaft, ist das nicht sinnhaft und so weiter und so fort. Dieser Einblick fehlt mir und ich denke, das ist mir wichtig, das genau zu verstehen, für was ist der Kreis verantwortlich, das muss er machen und was bleibt dann noch übrig. Da höre ich so unterschiedliche Dinge, dass zum Teil auch Gelder ausgegeben werden für Dinge, die momentan nicht unbedingt im Fokus des Kreises liegen sollten. Das kann ich nicht final beantworten, das muss ich mir dann genau anschauen, aber das ist mir wichtig, dass man da mal genauer hinschaut. Ja gut, ohne Ehrenamt, da können wir unsere Gemeinden einpacken. Also ich sag mal, wenn mit Ehrenamt, nicht alleine jetzt Feuerwehr, da gibt es noch viele, viele andere Sachen mehr, aber das sind so Dinge, also ohne Ehrenamt ist das Gemeinschaftsleben, können wir das vergessen. Also deswegen, das ist für mich das A und O, das ist ganz entscheidend. Und wenn man hier auf dem Land wohnt, wie ich hier zu Michelbach, ich bin zugezogen, ich bin passives Mitglied der Feuerwehr, ich bin im Karnevalsverein, ich spiele Doppelkopf in der Gruppe und so weiter. Also man muss sich schon, ich glaube, massiv wehren, wenn man nicht zwangsläufig irgendwo dann in Vereine geht und hier und da tätig wird und aktiv wird. Das gehört einfach mit dazu, wenn man hier wohnt. Aber ohne das geht es auch nicht. Also ohne Ehrenamt, denke ich mal, könnte unsere ganze Gesellschaft hier auch, also vor allen Dingen im ländlichen Bereich, aber grundsätzlich einpacken. Also grundsätzlich früh und dann auch eben immer bei solchen Dingen, die für sie relevant sind. Also nicht bei allen Sachen, aber bei Sachen, die Bürger direkt betreffen. Und da relativ früh und direkt. Und dann natürlich auch schauen, dass sie sich dann auch entsprechend rühren. Weil wir haben das aus eigener Erfahrung mit unserer Bürgerinitiative gemerkt, dass viele das gar nicht mitbekommen oder es sie nicht interessiert. Und das ist natürlich etwas, dass dann die Leute dann möglicherweise relativ spät im Prozess erst wach werden und sich dann rühren. Also ich bin ein Verfechter für Bürgerbeteiligung. Das sollte dann aber auch vernünftig passieren. Also auch ernsthaft mit entsprechenden Leuten, die dann auch Ahnung und von dem jeweiligen Projekt dann auch haben. Denn ich bin mir sicher, wir haben gute und kundige Leute im Kreis wohnen, die auch wirklich wertvollen Input für sowas geben können. Am Ende des Tages entscheiden aber die gewählten Entscheidungsträger. Gut, wenn man die Frage so formuliert, dann würde ich sagen, weil sie es gewohnt sind, in einer Umgebung groß zu werden, wo man in Vereinen drin ist, wo man organisiert ist und so weiter. Das hat man gelernt. Je nachdem wie intensiv, mal mehr, mal weniger. Wenn man dann plötzlich nicht ohne, also vor allen Dingen, wenn man ohne Familie dann plötzlich irgendwo hingeht, dann kann es einem passieren, dass man in der Großstadt vereinsamt, weil man das nicht gewöhnt ist. Man ist dann nicht eingebunden in solche Strukturen und so weiter. Dann kann es passieren, dass einem sehr schnell einsam wird, weil einem diese Verbindungen fehlen und man bildet die nicht so schnell. Wenn man mit Familie irgendwo hingeht, ist es wieder was anderes. Auf der anderen Seite sollten sie natürlich auch hier bleiben, weil wir gute und ausgebildete und Fachkräfte auch natürlich in dem Raum hier brauchen. Ja, zum einen, wie ich schon vorher erwähnt hatte, das eine ist die Wirtschaft grundsätzlich zeigt uns Tendenzen, dass sie schwächelt. Das heißt, wir müssen tatsächlich gucken auf die Ausgaben des Landkreises und schauen, wo der Landkreis Geld einsparen kann, konsolidieren kann, um dann genügend Geld und Ressourcen für die Kommunen übrig zu haben. Das andere ist dann Digitalisierung. Da ist ein ganz massiver Punkt. Für mich ist Digitalisierung nicht der Breitbandausbau. Also wir haben vielfach die Rückmeldung bekommen, ja, wir machen doch Breitbandausbau und so weiter. Für mich ist das, als wenn ich eine Straße baue und sage, für mich ist der Breitbandausbau nicht Digitalisierung per se, sondern das ist der Enabler. Ne? So, was kommt dahinter? Das ist für mich entscheidend. Und da sind wir vielfach noch, auch nach den Gesprächen, sind wir noch vielfach nicht da, wo wir hin wollen und sollen.
Wir müssen den Schulen helfen, wir müssen in der Umsetzung helfen. Was kann man tun, um dann auch diese Sachen zu nutzen? Also Breitbandausbau ist wichtig, ja, aber das ist für mich etwas wie Strom, wie Wasser und so weiter. Das muss einfach da sein. Deswegen ist das jetzt für mich nicht was Besonderes, weil einige auch schon in den letzten Tagen immer gesagt haben, ja, wir sind doch im Breitbandausbau dran. Ja, wunderbar. Wir sagen ja auch nicht, wir sind im Wasser, wir legen auch keine Wasserleitung mehr oder sowas. Das ist eine Selbstverständlichkeit. So muss es beim Breitbandausbau auch sein, sondern was kommt dahinter? Und das ist etwas, wo wir noch immens dran arbeiten müssen. Wie nutzen wir dann diese Digitalisierung in den Schulen und so weiter und so fort? Ne? Ich meine, die Leute werden mich für bekloppt halten, aber ich eigentlich gar nicht so schlecht. Ich würde nicht sagen gut, weil das wäre jetzt übertrieben, aber gar nicht so schlecht. Warum nicht so schlecht? Ich meine, die Frau Fründ wird die meisten Stimmen kriegen, da bin ich mir sicher. Als Landrätin, sie ist ja omnipräsent momentan noch in der OP und überall unterwegs, seit Wochen schon. Man kennt sie natürlich als Landrätin, deswegen klar, sie wird die meisten Stimmen holen. Wird sie absolute Mehrheit im ersten Wahlgang holen, bei 5G, also bei 4 Gegenkandidaten? Eher nicht. Das heißt, wir werden in eine Stichwahl gehen, vermutlich. Und da kann es mein Ziel nur sein, mit in diese Stichwahl reinzukommen. Ne? Und da sehe ich natürlich mit meinen Kontrahenten, sage ich mal, ein nettes Kopf-an-Kopf-Rennen. Und ich bin da, sage ich mal, sehr zuversichtlich, dass wir vielleicht, wie ich schon immer mal wieder gesagt habe, mein Ziel ist 10+, aber das Plus, das kann klein oder groß sein. Und deswegen, die Frage ist halt, wie groß das Plus am Ende des Tages aussieht. Das weiter, was ich jetzt gemacht habe, dann werde ich weiterhin Personalberatung machen, weil das ist ja etwas, was sehr interessant ist, macht Spaß, es ist ein sehr interessanter Beruf. Also insofern, ich werde jetzt nicht in ein schwarzes Loch der Enttäuschung fallen, aber nein, das möchte ich so nicht sagen. Also Enttäuschung schon, weil ich investiere ja viel Herzblut in diese Aktion und ich mache das nicht als, und das habe ich damals auch gesagt, ich habe das nicht gemacht, mich zur Kandidatur zu stellen, nur dass ein Name mehr auf dem Stimmzettel draufsteht, sondern ich habe gesagt, ich habe mich dann dazu bereit erklärt, auch mit dem Ziel, Landrat zu werden. Auch mit dem Bewusstsein, dass die Wahrscheinlichkeit halt nicht so hoch ist, weil man als FDP-Kandidat halt nicht so eine breite, so einen breiten Rückenwind bekommt aus der Bevölkerung, aber ich sag mal, es ist alles möglich. Bei einer Personenwahl ist alles möglich. Diese Frage habe ich auch im Ausland immer gestellt bekommen. In welchen Ländern ich war, haben sie gesagt, oh, was gefällt dir denn hier am besten oder welches Land von Afrika gefällt dir denn am besten und so weiter. Da wollte natürlich jeder hören, dass es sein Land ist oder jeder seine Stadt und so weiter. Nee, also ich glaube, ich sitze gerade da, wo ich mich am wohlsten fühle im Landkreis. Ne? Das geht nicht sagen. Sehr wichtig. In gewisser Hinsicht ein verlorenes Jahr. In wirtschaftsstarken Zeiten hat die amtierende Regierung oder Kreisregierung es nicht geschafft, sag ich mal, finanzielle Mittel entsprechend so zu nutzen, dass man noch stärker, finanzstärker aus den Jahren hervorgegangen ist. Dass es ein Problem mit der Kommunikation gibt. Beide diskutieren häufig auf unterschiedlichen Leveln und man versteht sich nicht. Sich mehr vermehrt einbringen, aktiv einbringen, aber auch entsprechend informieren, damit sie auch mit entsprechendem Hintergrund wissen. Weil nur dann, wenn sie sich auch gut informiert haben, können sie auch entsprechend wählen und dann auch die richtige Stimme geben. Die Zeit ist reif für einen Wechsel. Mit den momentan regierenden Parteien im Kreis gehe ich davon aus, dass es immer ein Weiter-so geben würde. Egal, was jetzt in dem Wahlkampf auch gesagt wird, das hat man bei der Wahl zum Landtag gesehen. Da gab es auch entsprechende Wahlversprechen, die dann am Ende des Tages so schnell wieder vom Tisch waren, weil die Koalitionäre nichts anderes durchbekommen hätten. Daher denke ich mal, die Wählerinnen und Wähler sind jetzt gefragt zu überlegen, sich zu informieren und zu schauen, ob sie nicht im Moment nicht einen Wechsel heutzutage ins Auge fassen möchten im Landratsamt und gegebenenfalls hier jetzt dann auch einem Kandidaten eine Stimme geben, der nicht zu den großen Volksparteien gehört. Ich denke, das ist eine gute Zeit, jetzt auch mal darüber nachzudenken, was möchte man zukünftig im Kreis erreichen. Und da ist jemand wie ich, der jetzt mit einem anderen Gedankengut, mit anderen Ansätzen, mit
mit frischen Ideen in den Kreis kommt, möglicherweise jemand, der den Kreis längerfristig besser und ja, intensiver nach vorne bringen kann. Ich würde mir in jedem Fall wünschen, dass die Wählerinnen und Wähler zur Wahl gehen. Wen sie am Ende des Tages dann wählen, ist nicht egal. Natürlich würde ich mich über jede Stimme freuen, aber wichtig ist, dass sie wählen. Dass bei einer Landratswahl weniger als 50% der Wahlbeteiligten gehen, ist eigentlich der Stelle an sich nicht angemessen. Deswegen ist es schön und wäre es gut, wenn möglichst viele zur Wahl gehen. Und wenn dann am Ende des Tages auch Thomas Riedel angekreuzt wird, würde mich das natürlich umso mehr freuen. Vielen Dank, alles Gute, bis demnächst. Ja, vielen Dank erstmal für deinen Kandidatencheck und nur noch mal ganz kurz zum Nachhaken. Du hattest eine Initiative angesprochen. Kannst du vielleicht in ein, zwei Sätzen grob erklären, was das für eine Initiative war? Genau, wir haben die Bürgerinitiative Windkraft Görzhausen gegründet 2017, weil wir durch Zufall erfahren haben, also durch Zufall im Umfeld erfahren haben, dass man hier in Görzhausen Windräder von 250 Meter Höhe errichten möchte. Und ja, wie das halt so ist, es ist an den Bürgern vorbeigegangen, aus welchen Gründen auch immer. Da will ich auch keine Schuldzuweisung machen, sondern das ist einfach eine Tatsache. Die meisten Bürger haben davon nichts mitbekommen. Und dann haben wir ja eine Bürgerinitiative gegründet, weil wir gesagt haben, dass es nicht sein kann, dass man hier in einem relativ windschwaches Gebiet solche Monstertürme bauen will, die am Ende des Tages ineffizient sind, nur den Investoren am Ende Geld bringen. Und dann auch noch unser Naherholungsgebiet zerstören, nämlich unseren Wald, weil man die mitten in den Wald gebaut hätte. Und das war bei uns der Hauptmotivationspunkt. Wir sind nicht generell gegen Windräder als solches in der BI, aber wir sagen, sie müssen auch sinnhaftig sein. Deswegen sagen wir auch ganz klar, es müssen sinnhafte erneuerbare Energien müssen genutzt werden. Nicht einfach nur, weil sie am Ende des Tages einem Investor Geld bringen oder wem auch immer, aber der Sache selber nicht dienlich sind. Ja, wir hatten natürlich auch ein paar Nutzerfragen. Es waren leider weniger, als ich mir erhofft hätte. So viel zum Thema auch Bürgerbeteiligung. Aber das liegt natürlich auch immer im Ermessen der jeweiligen Person, inwiefern sie sich für die Landratswahl überhaupt interessieren, je nachdem. Natürlich könnt ihr auch nach der Ausstrahlung des Videos noch Fragen stellen. Du würdest dir dann also auch die Fragen dementsprechend anschauen und sie beantworten. Ja. Wie du das machst, ob du das dann en bloc auch quasi als Videoblog oder was auch immer machst oder dann schriftlich, das liegt ja dann in deinem Ermessen. Aber wie gesagt, ihr könnt natürlich auch weiterhin Fragen stellen und du würdest sie dann natürlich auch nach der Ausstrahlung noch beantworten. Ja, kommen wir zur ersten Nutzerfrage. Und zwar gab es auch Personen, die mir dann direkt eine Nachricht geschickt haben und haben gesagt, ich möchte aber gerne ungenannt bleiben. Von daher fragt also eine anonyme Person, planen Sie nach Ihrem Amtsantritt eine Auslandsreise in Ihrem neuen Amt? ist vermutlich kein SPD-Wähler. Also, das nein. Das kann ich nicht sagen. Nein, ist schon klar, aber meine, ist ja interessant, wo die Frage... Ja, die Leute, sag ich mal, die jetzt schon ein paar Tage hier wohnen und dann den Amtseinstieg von Frau Fründ miterlebt haben, die wissen, wo die Frage herkommt. Mhm. Nein, also ich plane das nicht, natürlich. Also zum einen, ich kenne ja schon, sag ich mal, nicht, also ich kenne alle Kontinente, ich kenne über 100 Länder in der Welt. Also wenn es jetzt nicht einen ganz besonderen Grund gäbe, den ich aber heute nicht kenne, dann würde ich also viele andere Dinge tun, aber keine Auslandsdienstreise planen. Also das liegt nicht in meinem Ziel. Okay. Ja, dann haben wir noch eine anonyme Frage, diesmal aus Elsdorf und auch gerade über das Thema, über das wir eben gerade gesprochen haben. Was sagen Sie zum Thema Windkraft, insbesondere zum Aufstellen neuer, höherer Anlagen in Waldgebieten? Na ja, gut, das ist ja ein Homerun für mich. Ne? Also ist immer, ich habe die Frage nicht gestellt. Ne? Nee. Also ich wollte es nur sagen, weil man könnte jetzt meinen, ja, er hat die Frage gestellt, damit er... Wie gesagt, sie kam aus Elsdorf, nicht aus Michelbach. Ja, nein, also ich sag mal, ich will da auch nicht zu sehr drauf rumreiten. Wer meine Meinung dazu, ich habe sie eben schon genannt, aber wer meine Meinung dazu genau sich anschauen will, braucht nur auf unsere Homepage zu gehen, BI Windkraft Görzhausen. Ja. Wir sind ganz klar gegen Windräder im Wald. Wir sind nicht gegen erneuerbare Energien, gar keine Frage. Wir sind für erneuerbare Energien. Ich habe das auch schon mal den Grünen erzählt. Ich habe selber zu Hause eine Solaranlage auf dem Dach. Ich habe eine Sonnenbatterie schon seit 2013, also auch nicht erst seit meiner Kandidatur. Ja. Und also ich bin jemand, der für erneuerbare Energien ist, dafür auch investiert, aber sie müssen auch Sinn machen. Und ich sag mal,
und das wissen wir jetzt seit neuesten Tagen ja auch, da gibt es ja jetzt diese Studie aus der, von der Universität in Zürich zum Beispiel, dass es nichts Besseres gibt, als aufzuforsten und jeden Wald, sag ich mal, also Bäume zu pflanzen und so weiter und so fort. Das kommt uns natürlich sehr entgegen, weil das, als wir uns gegründet haben, hatten wir diese Studien noch nicht. Ne? Also das heißt, wir haben damals schon etwas gemacht, nämlich die Verhinderung, Windräder in den Wald zu setzen, was heute uns bestätigt wird, dass das der richtige Weg ist. Also nicht zusätzlich für Windanlagen dann auch noch Wald zu zerstören. Also deswegen, Windanlagen in den Wald ist eigentlich ein No-Go. Mhm. Dann haben wir diesmal eine nicht anonyme Person, nämlich Edgar Heurich aus Stadt Allendorf fragt, würden Sie für eventuelle Fehlentscheidungen nicht nur die Verantwortung tragen, sondern sich auch persönlich mit Gehaltsverzicht und oder Pensionsverzicht am angerichteten Schaden beteiligen? Ja, das ist natürlich sehr, ich meine, ich könnte jetzt sagen, ja klar, logisch. Also das ist natürlich eine sehr interessante Frage. Die Frage ist natürlich, was ist es immer? Also wenn ich jetzt bewusst etwas tue, ich schädige den Kreis bewusst durch irgendeine Handlung, ja, dann ist es natürlich auch so, dass man für diese Konsequenzen dann oder für diesen Schaden auch Konsequenzen tragen muss. Wenn ich eine Entscheidung treffe, im guten Glauben, durch die Tätigkeit, und dann stellt sich diese Entscheidung am Ende des Tages als nicht gut heraus oder als eine Fehlentscheidung. Wie hieß es immer so schön? Suboptimal. So, ja, genau, dann ist es eben so. Also ich meine, jeder Mensch, und da spreche ich mich natürlich auch nicht frei von, hat immer schon Fehlentscheidungen in seinem Berufsleben oder überhaupt im Leben geführt, ja, bei der Kindererziehung, wo auch immer. Also niemand ist frei von Fehlern und von irgendwelchen Sachen. Da dann gleich mit Gehaltsverzicht zu kommen und so weiter, denke ich mal, ist sicherlich nicht opportun. Mhm. Wie gesagt, wenn jemand wissentlich schädigend, sich bestechen lässt oder sonst irgendwas, das sind alles schon Straftatbestände. Und dann ist es natürlich auch dann kommen solche Sachen, da wäre ich dann auch dafür, dass man das auch mit entsprechenden Konsequenzen dann zu tragen hat. Ja, man könnte ja natürlich auch ganz provokativ, nicht, dass ich jetzt die Haltung, die du hast, verteidigen möchte oder wie auch immer. Aber man könnte natürlich auch ganz provokativ natürlich zurückfragen, würde der Frager auf sein oder an einen Teil seines Gehaltes verzichten, wenn er vielleicht nicht eine ganz so gute Entscheidung in seinem Beruf getroffen hat. Ja, wie gesagt, also ich sag mal, ich unterstelle jedem erstmal, wenn er arbeitet, dass er so arbeitet, dass er das Beste für sein Unternehmen oder seine Behörde erreichen will. Mhm. Das ist jetzt mal die Grundeinstellung. Außer man stellt dann plötzlich heraus, dass er wissentlich irgendwas falsch gemacht hat, aus welchen Gründen auch immer, dann muss man natürlich sich auch über Konsequenzen Gedanken machen. Ja. Gut, nächste Frage. Und zwar von Volker Breustedt aus Wetzlar. Und zwar fragt er, wo sehen Sie... Dürfen auch Leute außerhalb des Kreises Fragen stellen? Natürlich, jeder durfte. Er darf ja nicht wählen, deswegen sage ich das. Aber gut, nein, das war jetzt mehr ein Witz. Also, er hat gefragt, wo sehen Sie die Aufgabe des Landkreises im Thema Arbeitsmarkt und wo sehen Sie die Zusammenarbeitsform mit der Arbeitsagentur Marburg? Ja, das Thema Arbeiten, also ich meine, das ist ja jetzt auch fast wieder ein Home Run. Ne? Ich bin ja, es fängt an zu regnen. Ne? Ja, es fängt an zu regnen. Tröpseln. Da müssen wir jetzt durch. Solange es nur tröppelt. Ich meine, das Thema Arbeitsmarkt und das Thema Arbeitskräfte ist natürlich in so einem Kreis ganz entscheidend. Ne? Und für uns ist es ganz wichtig, wie kriegen wir gute Arbeitskräfte aus dem Rhein-Main-Gebiet von mir aus und so weiter nach Marburg. Mhm. Aber da bin ich natürlich auch ein gutes Beispiel, weil ich habe das ja selbst hinter mir. Ich bin aus Frankfurt gekommen und dann jetzt nach Marburg gekommen und fühle mich hier sehr wohl. Also ich sage mal, es gibt genügend Gründe, Leute aus anderen Bereichen nach Marburg und in den Kreis zu holen. Entscheidend ist natürlich, dass wir auch die entsprechenden Arbeitgeber hier haben und die Positionen. Und ja, ich denke, da haben wir auf der einen Seite natürlich den Mangel an Fachkräften, weil wir hier viel Mittelstand haben und wir brauchen Handwerker. Mhm. Die müssen wir auf jeden Fall bekommen und vermehrt auch anwerben. Und natürlich brauchen wir Fachkräfte. Da gibt es ja jetzt gerade die Initiative von der FDP und den Grünen in Kirchhain, wo man sowas Ähnliches wie in Biedenkopf versucht, also noch eine zweite TAM-Niederlassung sozusagen aufzumachen, um ein duales Studium auch in Kirchheim zu ermöglichen, was natürlich auch nicht so dumm ist, weil Kirchheim, Stadt Allendorf hat ja auch viele Arbeitsplätze und so weiter und hat auch viele Gewerbeflächen. Das heißt, auch da könnte man dann mit diesem Bildungsstandort Kirchheim, könnte man dann auch zusätzlich auch sicherstellen, dass man auch zukünftig gutes Fachpersonal dort vor Ort selber ausbildet. Hm. Ja. Trifft das so einigermaßen die Frage? Oder? Das wird der Frager dich da bestimmt auch noch beantworten. Okay, es gab nicht nur Fragen, sondern es gab auch Kommentare, die ich hier gerne im Namen der entsprechenden Person vortragen möchte. Und zwar Retep Sedop aus Lolla hatte eine Anmerkung.
und hat geschrieben, alle fünf unwählbar, drei Ausrufezeichen. Da brauche ich gar keine Frage zu stellen. Diese Parteien haben das Land in die Grütze gefahren. Warum sollte die noch jemand wählen? Löst euch auf und verlasst Deutschland endlich. Was würdest du dieser Person antworten? Ja, gut. Was würde ich der Person antworten? Erstens mal wählt er diesmal keine Partei, sondern eine Person. Mhm. Ja, diese Personen sind von Parteien aufgestellt, aber ich sehe mich, und das habe ich auch eingangs schon gezeigt, also ich sehe mich, also auch mit dem Hinweis, dass ich auch schon mal als Parteiloser auf einer SPD-Liste gestanden habe, das soll eigentlich nur nochmal deutlich machen, ich sehe mich eher als parteiübergreifend tätig in dieser Funktion. Ja. Und ich möchte auch ganz deutlich machen, ich gehe dann natürlich als Landrat in eine Behörde. Für mich spielt dann das Parteibuch keine Rolle. Und auch mit meinen Mitarbeitern erwarte ich auch, dass das Parteibuch erstmal keine Rolle spielt in ihren Aktivitäten. Wenn ich merke, dass Handlungen, Entscheidungen getroffen werden, die auf Parteiideologien berufen, dann werden diese Personen massiven Ärger mit mir bekommen. Ja. Sie können ihre Meinung frei äußern, sie können in die Diskussion sich einbringen, aber die Parteipolitik hat da erstmal nichts zu suchen. Und das ist etwas in Richtung auf diesen Kommentar. Wir sind hier bei der Kommunalpolitik und da sollten die Interessen der Bürger und das im Vordergrund stehen, um den Kreis, die Stadt voranzubringen. Da sollten erstmal Parteiideologien hinten vorstehen. Und ich denke, es ist ein falscher Ansatz zu sagen, ich wähle nicht. Dann muss man sich halt die Mühe machen und muss aus den schlechten Kandidaten den für sich noch besten raussuchen. Aber gar nicht zu wählen, ist aus meiner Sicht der schlechteste Weg. Ja. Und aus der Frage erschließt sich ja auch so ein bisschen, dass er sich mehr auf das Land und Deutschland bezieht. Also wahrscheinlich eher auf die Bundespolitik. Ja, und da wollte ich jetzt ganz bewusst nicht drauf eingehen, weil wir ja reden hier von Kreispolitik und wir wählen den Landrat. Und ich denke, wenn wir uns darauf verständigen können, was wir zwischen Land und Bund und Kreis auf der einen Seite uns trennen können, dann sind wir ja vielleicht auf einem guten Weg. Mhm. Was würdest du denn, weil du gerade so schön den Unterschied gemacht hast zwischen Bundes- und Kreis- oder Kommunalpolitik, was würdest du denn grundsätzlich sagen, welche Vorurteile ärgern dich denn eigentlich so am meisten gegenüber Kommunalpolitikern? Weil es sind ja meistens, ist das ja eher ein Hobby. Es sind ja keine Profipolitiker, die kommunalmäßig Politik machen. Ja gut, da kommt es immer darauf an. Also ich sage mal, ich habe ja jetzt, wie gesagt, viele Bürgermeister kennengelernt, die ja auch profimäßig Bürgermeister sind. Ne? Mhm. Und die sind alle die voller Elan. Also die stehen alle voll hinter ihrer Kommune. Die wollen was bewegen, sie wollen was machen. Also ich sage mal, und ich habe auch die komplette Bandbreite von ganz jung bis relativ Senior schon durch jetzt mit meinen Gesprächspartnern. Und die wollen alle was für ihre Stadt bewegen, für ihre Gemeinde. Ja. So, und das muss man in jedem Fall immer anerkennen. Ne? Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die ja was bewegen wollen. Mhm. Und jetzt habe ich nur den Faden der Frage verloren. Welche Vorurteile dich am meisten ärgern über Kommunalpolitiker? Ja, genau. Und dann hört man natürlich immer mal wieder solche Kommentare, sag ich mal, ob berechtigt oder nicht, von den Bürgern, die natürlich häufig auch verletzend sind in Richtung dieser Politiker. Und ich denke, man dürfte sich zu solchen Kommentaren erst hinreißen lassen, wenn man auch genügend Hintergrundinformationen hat, warum diese oder jede Entscheidung auch getroffen worden ist. Ja. Weil häufig bilden sich Personen halt Meinungen aus Halbwahrheiten oder Halbinformationen, die sie haben. Die mögen zum Teil korrekt sein, sie sind aber nicht vollumfänglich. Mhm. Und dann ist man sehr schnell geneigt, eine Entscheidung zu treffen, basierend auf diesen Halbinformationen, die man hat. Und da kommt es dann häufig dann zu solchen, sag ich mal, unschönen Kommentaren, die dann nicht gerechtfertigt sind. Wenn du jetzt irgendwo was lesen würdest über eine Entscheidung, die dir missfällt, wie auf kommunaler Ebene, wie würdest du dich denn da weiter informieren? Ja gut, das kommt darauf an, was es ist, aber ich würde zumindest, das sage ich auch in den Diskussionen hier, die wir zu Hause immer haben, wenn wir das eine oder andere lesen, ich würde mir noch nicht anhand eines Zeitungsartikels oder irgendeiner anderen Maßnahme mir schon eine Endmeinung bilden. Ich würde versuchen, noch andere Stimmen, andere Positionen zu dem Thema zu gewinnen, einfach um zu gucken, ist es jetzt die richtige Meinung dazu oder war das jetzt eine eingefärbte, was auch immer, aus welchem Grund auch immer eingefärbte Meinung, die dann zu diesem Artikel geführt hat. Ja. Zumal dann, sage ich mal, wenn mir der gesunde Menschenverstand sagt, da kann doch irgendwas nicht stimmen, so ungefähr. Das kommt natürlich auch noch mal dazu. Ne? Kann ich mir vorstellen, dass das so ist oder denke ich mir, das kann eigentlich gar nicht so sein. Und dann wird auch so die Neugierde geweckt bei mir, muss ich sagen. Muss ich mal ein bisschen nachfassen. Okay, dann haben wir noch eine letzte Nutzerfrage und zwar auch wieder von Anonym.
Wir haben in unserem Betrieb, das war wohl ein Handwerksunternehmen, Probleme damit, die anfallende Arbeit bewältigen zu können, da wir keine neuen Fachkräfte oder Auszubildende finden. Was wollen Sie gegen diesen Notstand unternehmen? Ja, das ist natürlich ein grundsätzliches Problem, klar. Also zum einen muss man gucken, wie man gemeinsam mit den Betrieben, mit den Kommunen, das passt zusammen oder es kommt zusammen in dieses Thema, wie kriege ich den Kreis attraktiv? Also wie bekomme ich Leute von anderen Bereichen in den Kreis? Dann muss man die Frage stellen, natürlich, was sind das für Leute, die man sucht? Thema zum Beispiel Schwestern oder Pflegekräfte, da wird ja mittlerweile auch schon außerhalb Deutschlands gesucht, dass man also Pflegekräfte aus osteuropäischen Ländern oder sowas versucht, hier rüber zu kriegen. Man muss natürlich gucken, welche Art von Fachkräften werden gesucht und wo kann man diese Fachkräfte herbekommen. Weil es nützt ja nichts, wenn ich sie aus einem anderen Kreis abwerben möchte, dann hat der das Problem wieder. Also die Frage ist, gibt es irgendwo Potenziale, die man nutzen kann, um auch zum Beispiel Auszubildende zu holen aus anderen Ländern oder sowas, also jetzt deutschsprachige Länder zum Beispiel, wo dann das Sprachproblem erstmal nicht so groß ist, also aus Österreich oder aus der Schweiz wird schwierig natürlich, aber aus Österreich vielleicht. Also kann man irgendwo Potenziale für Leute wecken, das ist aber schwierig, denke ich mal, weil natürlich auch das mit dem Ortswechsel verbunden ist. Wie ist es mit den Schülern, die man hier vor Ort hat? Kann man die dazu bewegen, verstärkt dann auch möglicherweise erstmal in eine Ausbildung zu gehen und nicht studieren zu wollen? Ist auch ein schwieriges Thema, weil natürlich auf der anderen Seite das Bewusstsein und der Wunsch zu studieren natürlich schon sehr stark ist. Und dann gehen die dann entsprechend nach Gießen, nach Marburg oder sonst wohin und studieren lieber. Also es ist ein schwieriges Thema. Ich bin da auch jetzt, also wenn ich dafür eine super Lösung hätte, ich glaube, die würde ich vermarkten und würde sehr reich werden. Also es gibt keine Spontanheilung in diesem Thema, sondern man muss sich da auseinandersetzen, man muss versuchen, Konzepte zu entwickeln. Aber wie immer in solchen Fragen muss man auch mal versuchen, über den Tellerrand zu schauen. Wo gibt es vielleicht Kommunen, die sowas erfolgreich gemacht haben? Und mal schauen, wie sie das gemacht haben. Und vielleicht kann man so ein Konzept bis zu einem gewissen Grad auch für unseren Kreis adaptieren. Ja, das war soweit die letzte Nutzerfrage. Vielen Dank für die Beantwortung. Du wärst jetzt eigentlich fertig, aber es gibt natürlich noch einen klitzekleinen Schlussteil, den ich eingebaut habe. Wir hatten ja eben gerade schon das Landkreis-Quiz, wo es ein bisschen ums Allgemeinwissen geht. Jetzt testen wir natürlich so ein bisschen deine geografischen Kenntnisse, denn es gibt knapp 190 Ortsteilgemeinden im Landkreis. Und natürlich gehört auch zu einem Landrat dazu, dass er natürlich den Landkreis aus dem FF kennen muss. Wie heute schon oder zum Antritt? wenn du musst uns natürlich beweisen, dass du perfekt geeignet bist als Landrat und von daher ist es natürlich gut, wenn man diesen Landkreis sehr gut kennt. Ich habe hier eine Karte vorbereitet, die hole ich mal schnell. Ich hole das mal hier weg. So, und der Umschlag, den habe ich da. Ja, wir haben hier die Karte des Landkreises. Auch dir gebe ich natürlich dieselben Tipps, die ich schon anderen geben werde in den Folgen. Und zwar, das Ganze ist eben in Blau, haben wir natürlich die Landflächen, weiß, das sind die Flüsse, orange, das sind die Straßen, die Hauptverkehrsstraßen. Und natürlich fließt hier die Lahn entlang. Ja, das ist also der Tipp. Aber in eine andere Richtung, glaube ich, oder? Ja, normalerweise, nee. Ja, doch, klar, natürlich. Von da und dann. Genau. Da hast du schon mal gezeigt, dass du dich ein bisschen auskennst. Jetzt ist die Frage, du musst natürlich Ortsteile so ein bisschen auch nach außen hin vertreten oder den Landkreis nach außen hin vertreten. Das heißt also, dieses kleine Quiz besteht quasi aus zwei Teilen. Im ersten Teil einer jeden Runde ziehst du erstmal aus einem Umschlag, den ich hier habe, zwei Ortsteile. Und die kannst du dann mit den Pinnnägeln, die ich hier vorbereitet habe, mal ungefähr zuordnen, wo diese Ortsteile sitzen dürfen. Mhm. Und dann kannst du dir aussuchen, zu einem der beiden Ortsteile mal was zu sagen, was dir dazu einfällt, wie man dafür werben könnte. Du hast in dem ganzen Spiel einen Joker. Wenn dir also zu keinem der beiden Ortsteilgemeinden was einfällt, dann schaue ich auf meinen Spicker und sag dir, welche Kerngemeinde gibt es dazu und zu der wirst du mit Sicherheit was sagen können. Das hoffe ich. Ja? So, dann bereite ich schon mal alles vor. Gibt es auch irgendwie so einen Buzzer? Nein, Buzzer gibt es nicht. So, ich gebe dir mal den Umschlag. Hier sind also
Hallo Ortsteilgemeinden Drinburger. 190 sind es. 186 glaube ich. Knapp 190 sage ich immer, weil ich auch nicht hundertprozentig sagen kann. Und jetzt darf ich mir jetzt einen Schnipsel hier rausziehen? Zwei. Zieh erstmal zwei raus für eine Runde. Ich muss gucken, dass ich hier so ein bisschen aus der Kamera draußen bleibe. Und je schneller du bist, desto eher werden wir noch vor dem Regenguss, dem Großen, fertig. Ach du Heiliger. Was hast du gezogen? Steinperf und Sichertshausen. Steinperf und Sichertshausen. Ja, wenn man jetzt weiß, wo die Perf lang fließt, dann könnte das wahrscheinlich schon ein Hinweis sein. Ja, also so, ich gebe dir erstmal. So. Bleib ruhig sitzen, sonst ist das von der Kamera her blöd. Ja, so. Ich habe nämlich leider keinen zweiten Kameramann oder überhaupt gar keinen Kameramann. Also, dann würde ich halte dir das lieber mal hin. Dann würde ich mal sagen, Steinperf liegt ungefähr hier. Ja. So geraten. Achso, steck am besten durch das Schildchen auch mit durch, damit ich es nachher zuordnen kann. Weil wir arbeiten hier leider nicht mit den fancy Möglichkeiten, die man von den Privatsendern her kennt. Dass wir das dann gleich digital einblenden können. Sichertshausen, ja doch. Sichertshausen ist eins von diesen 1000 Hausen, die wir haben im Kreis. Das ist jetzt auch nicht sehr viel hilfreich. Aber Sichertshausen liegt irgendwo hier. Ja. Sag ich mal so grob. Ja, wir werden das hinterher abgleichen. Und auch, wie gesagt, der Teil, den wir ja heute machen, das ist so der erste Teil von diesem Kandidatencheck. Es folgen ja dann noch weitere Teile mit den anderen Kandidaten. Auch das werden wir dann hinterher vergleichen, welcher Kandidat lag eigentlich so die meisten Kilometer oder die geringsten Kilometer im Endeffekt auseinander. Oh Gott. Na gut, ich weise nochmal ausdrücklich darauf hin, dass ich zweigefreit bin. Das heißt, ich bin ja nicht hier groß geworden. Ja, gerne. Aber gut, das soll nur mal... Also um Himmels Willen, ich kenne auch wahrscheinlich nur die Minderheit der Ortsteilgemeinden. Also es... Gut, dann, so, jetzt die Gelben sind dann... Kannst du zu einem der Ortsteile irgendwas sagen? Oder willst du den Joker ziehen? Dann sage ich dir mal, welches die Kerngemeinde ist. Und zwar... Moment, darf ich... Also Sichertshausen würde ich mal jetzt vermuten, dass es... Ich bin mir nicht sicher. Es könnte Gladenbach sein. Sichertshausen ist... gehört zu... Wo haben wir es? Wie gesagt, ich muss auch erstmal nachschlagen. Gehört zu Frohnhausen. Frohnhausen. Ah, dann ist es hier weiter unten. Okay. Und dann haben wir Steinperf. Das gehört zu... Da oben 72, das ist Steffenberg. Steffenberg, okay. Hm. Also möchtest du zu Steffenberg oder zu, was hatte ich, Frohnhausen was sagen? Ja, dann würde ich lieber Frohnhausen nehmen, weil da kann ich mehr zu sagen. Also Frohnhausen ist ja, grenzt hier unten an Gießen, also an Kreis Gießen. Und da ist jetzt meine frühere Kollegin, nette Kollegin Claudia, wie heißt mein Nachname? Claudia, Ihr seid bei Suhr anscheinend. Ja. Claudia, ach du Heiliger, jetzt fällt mir der Nachname nicht ein. Ist da jetzt Bürgermeisterin? Und, Es ist nicht Claudia Roth. Nee. Ja, so ist das, ne? Wenn man mal den Namen braucht, dann fällt einem der Name nicht ein. Ja. Aber es kommt gleich, wenn ich ganz weit, also Claudia ist dort Bürgermeisterin und ist auch von uns, von damals, von Novartis dort sozusagen aus dem Accounting heraus ins Bürgermeisteramt gewechselt. Und das fand ich sehr spannend. Wir haben natürlich dort auch interessante Firmen ansässig. Denn zum einen natürlich die Firma Fischer für die ganzen so Betonsachen und so weiter. Aber eben auch die Firma Seidel hat dort nach Marburg dann ihre Außenstelle dort gebaut. Die ist da auch ansässig. Und ist eigentlich ganz schnucklig, weil ich ab und an da mal durchfahre. Und finde ich eigentlich auch gelegen in einer recht schönen Gegend da unten. Ja, okay. Dann kommen wir zur zweiten Runde. Du darfst noch mal zwei Ortsteilschildchen ziehen. Ja. Dann hat sie den Unschlag hingetan. Ich bin gespannt, ob mal was kommt, was ich auch besser kenne. Da haben wir einmal Niederklein. Das kenne ich zumindest. Niederklein. Ups, das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Wer aus dem Ort kennt, wird natürlich die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Deswegen mache ich es ja auch. Und ihr sollt ja auch hier unterhalten werden. Claudia Schnabel, okay. So. Ehre gerettet. So, da haben wir einmal was? Niederklein? Ja, Niederklein. Da ich ja die Wahl habe, habe ich ja wieder Glück. Das ist ja, also Niederklein kann ich überhaupt nicht einschätzen. Ich habe das schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt überhaupt nicht, wo ich hinpacken kann. Deswegen packe ich das mal in eine Ecke, wo muss ich mal raten. Niederklein. Da kann ich wenig zu sagen, deswegen packe ich das mal dahin. Ja. Weil hier so kenne ich mich eigentlich ganz gut, aber da hinten nicht so gut. Also ich weiß, dass da
Stadt Allendorf weiter unten, dann für Kirchhain, und aber weiter oben ist es ein bisschen dünner. Für einen Ort mit Nieder ist er ziemlich weit oben, oder? Ja, das mag sein. Das war jetzt ja auch nur geraten. Ich habe keine Ahnung. Ich habe überhaupt keinen Plan, aber das kenne ich. Weil das ist ein Ortsteil von Marburg. Ja, was hast du da gezogen? Kappel. Kappel, ja gut, Kappel ist natürlich... Sitzt auf der rechten Seite von der Lahn, ich weiß jetzt nicht so ganz genau wo, aber... Ja, okay. Ja, dann gehe ich fast davon aus, ja. Du möchtest zu... Kappel sagen, genau. Kappel also sagen. Kappel ist natürlich, wie ich schon sagte, ein Ortsteil von Marburg. Ja. Und was kann ich zu Kappel sagen? In Kappel hatten wir letztes Jahr im Bürgerhaus eine Bürgerveranstaltung, eine Podiumsdiskussion veranstaltet, weil wir dort die ganzen... oder einige Landtagskandidaten zu einer Podiumsdiskussion eingeladen haben, die ich zusammen mit einem Bekannten moderieren durfte, für die ganzen BIs, die zum Thema Windkraft dort eingeladen haben. War eine sehr interessante, war eine volle Veranstaltung, das Haus war voll, war interessant, hat viel Spaß gemacht. Ansonsten, was kann ich zu Kappel noch sagen? Da sitzt das Landratsamt, da sitzt auch die Marburger Polizeizentrale zum Beispiel. Und ansonsten... Was macht Kappel lebenswert? Was macht... Ja, das kann ich nicht so genau sagen, weil dazu... Ja gut, die Steinmühle ist auch da, die Privatschule von Marburg, die ist auch in Kappel. Die Lahn fließt dann lang, also ich sag mal, ich hoffe es... das ist so alles, was ich so zu Kappel sagen kann, weil ich bin ja halt so häufig auch noch nicht da gewesen, aber an sich, ja, das fällt mir so zu Kappel ein. Ja. So, jetzt muss ich nochmal die Kamera neu starten auf der Seite. Auch wir haben einen schönen Ring. Wir haben einen Regenbogen, den kriegen wir jetzt leider nicht mit drauf. Ne? Ja, schade eigentlich, aber naja, da müssen wir jetzt mit leben. Vielleicht, wenn er lange genug stehen bleibt, blende ich ihn nochmal zum Schluss ein. Aber wir haben noch eine dritte Runde zu bewältigen. Genau, machen wir die dritte Runde. Ja. Also bin ich immer echt gespannt. Da haben wir ja Glück gehabt, dass der Regen gerade jetzt so an uns vorbeigezogen ist. Ja. Kompletter Regenbogen. So dumm, dass ich nur die zwei Kameras habe, aber... Da müssen wir jetzt durch. Wir müssen beim Thema bleiben. Ach du Heiliger. So, da haben wir einmal die Wolfkaute und was war das? Ist das andere? Riebertshausen. Ja, da habe ich jetzt die große... Jetzt hast du natürlich schon einen Joker verbraucht, weil ich könnte zu keinem der beiden Ortsteile was sagen. Einen Joker habe ich auch keinen mehr. Ja. Wolfskaute. Da macht mir jetzt gar nichts. Das ist natürlich ein schönes Örtchen. Schauen wir mal. Grob geschätzt. Ja, weiß ich nicht. Dann da oben hin. Mhm. Friedbergshausen. Ja, eins von diesen 1000 Hausens. Ja, zu Niederklein hätte ich dir zum Beispiel sagen können, dass es zur Stadt Allendorf gehört. Das ist ja nicht so weit weg da hinten. Ne? Dann passt das ja schon mal ganz gut. Friedbergshaus packe ich jetzt mal hier hin. Also, aber zu beiden kann ich nichts sagen. Das sagt mir jetzt gar nichts. Noch nicht gehört. Mhm. Ja, komm, ich will nicht so sein. Ich gebe dir gerne noch einen Joker. Da muss ich aber selber nochmal spicken, weil es mich einfach auch interessiert, zu welchen Ortsteilen das Ganze gehört. 98 war das. Ja. Und zwar... Wolfskaute. Die Wolfskaute gehört, das hätte ich eigentlich wissen müssen, zu Rauschenberg, ist ja unser direkter Nachbar von Kirchhain. Dann mehr hier rüber. Ja, ja so, ja. Genau. Und dann Riebertshausen ist, 58, ja, ich gucke immer über Kopf, dann ist das doof. Gehört zu Gladenbach. Ja, das ist ja nicht ganz so verkehrt. Ein bisschen weiter nach unten natürlich, klar, da muss es mehr so in den Bereich hier. Sollst auch nicht die Chance. Okay, Gladenbach. Ja, gut, dann kann ich. Rauschenberg oder Gladenbach? Ja, wozu möchtest du gerne was sagen? Dann sage ich mir was zu Gladenbach, weil mich das gefreut hat. Ich durfte ja vor zwei Wochen dann die Kirschkönigin von Gladenbach. Sozusagen kurz nach ihrer Intronisierung begrüßen. Wir waren eingeladen dort zum Frühstück und seitens des Hinterländer Anzeigers. Und dann am Vorabend wurde sie ja intronisiert. Und das war eines der ersten Fotos meiner Wahlkampagne, dass ich dann mit der neu intronisierten Kirschkönigin von Gladenbach machen durfte. Ansonsten weiß ich, dass wir viel ich glaube Nautilus heißt das Schwimmbad, ne? Wir waren von hier aus, sind wir auch gerne mal ins Nautilus gefahren zum Schwimmen, also da waren wir ab und an dann auch mal in Gladenbach und auch mal zum Einkaufen punktuell, also das ist jetzt so alles, was ich von Gladenbach weiß, aber das ist jetzt nicht so weit weg ist hier von Michelbach, so 10 Minuten, 5 Stunden sind wir dann drüben, waren wir dann schon hier und dann doch schon mal da in der Stadt.
Ja, wir sind damit am Ende des Spiels und auch am Ende dieses Interviews. Vielen Dank, dass du dich uns zur Verfügung gestellt hast. Ja, wir haben ja eine Freude. Hat viel Spaß gemacht. Das wollte ich nämlich auch gerade fragen. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel gestottert. Ich glaube, da habe ich mehr gestottert, was das angeht. Aber obwohl ich eigentlich auch meine ganzen Vorlagen habe und es eigentlich auch einfacher hätte als du. Aber wie gesagt, ich möchte auch kein Landrat werden. Von daher... mich freut natürlich, wenn ihr bis zum Schluss dabei geblieben seid und habt euch das komplette Interview angeschaut. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer und überall auf YouTube gilt natürlich, wenn es euch gefallen hat, dann gebt diesem Video doch gerne einen Daumen nach oben. Wenn nicht, dann könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber natürlich würde ich mich dann auch freuen, warum, wenn ihr das in die Kommentare schreiben würdet, warum ihr euch das Video nicht gefallen hat. Dann, das ist auch eine Form von konstruktiver Kritik, genau. Dass man auch wenigstens weiß, wenn man andere nicht zufriedengestellt hat, dass man wenigstens auch weiß, woran es gelegen hat. Und letzten Endes, auch das möchte ich gerne nochmal erwähnen oder soll nicht unerwähnt bleiben, ist das hier mehr oder weniger eine One-Man-Show. Also ob Technik, Schnitt und was auch immer, bleibt alles an mir hängen. Sprich, ich kann nicht überall gleichzeitig sein, ich kann nicht jemanden gleichzeitig interviewen und die Technik überwachen. Wenn also das Bild oder der Ton nicht immer hundertprozentig gestimmt hat, dann bitte ich das natürlich zu entschuldigen. Wie gesagt, ist alles ein One-Man-Produkt, diese ganze Geschichte. Aber nichtsdestotrotz, vielen Dank, dass du dich hier in meinem Blog gestellt hast. Und, ich fand's super, fand die Initiative super. Danke. Und gerade für mich als jemand, der halt nicht wie die Frau Fründ jeden Tag in der Zeitung ist, ist das natürlich eine super Plattform, auch ein bisschen bekannter zu werden. Ja. Und ich hoffe halt, dass es auch von dem einen oder anderen genutzt wird, sich eine Meinung zu bilden. Ob sie jetzt positiv oder negativ ist, das ist immer im Sinne des Betrachters. Aber ich hoffe, dass es zumindest dazu beiträgt, da eine Meinungsbindung, eine Meinungsfindung zu bilden, zu unterstützen. So. Ja, auch das war ja letzten Endes mein Ziel und ich hoffe, das habe ich so ein bisschen erreicht, dass ich euch mit dem Video und mit denen, die dann auch noch kommen werden, eine kleine Entscheidungshilfe geben kann. Nichts anderes war meine Absicht und natürlich auch das Ganze möglichst unterhaltsam zu gestalten. Also wie gesagt, man darf natürlich nicht immer alles zu ernst nehmen, was ich hier gefragt habe und vieles trägt wahrscheinlich auch mit Sicherheit nicht dazu bei, oder ist jetzt mit Sicherheit nicht unbedingt wichtig, um Landrat zu sein. Aber wie gesagt, die Freiheit habe ich mir halt einfach auch mal genommen. Also, vielen Dank noch einmal und auch nochmal danke, dass ihr zugeschaut habt. Und bis zur nächsten Folge. Dankeschön. Tschüss. Tschüss.